ist es wohl die abenteuerlichste Reise seines Lebens. Jörn Schlönvogt verlässt das Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Studio, um im besten Fall 16 Tage im tiefsten Urwald zu leben. Bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin haben wir seine ehemalige GZSZ-Kollegin Susanne Sideropoulos gesprochen. Mit Jörns Entscheidung, in den Dschungel zu gehen, hat die 34-Jährige so ganz und gar nicht gerechnet. Nee, also ich finde es echt auch ein bisschen strange, muss ich sagen. Also was tut er da eigentlich und warum? Aber gut, eben das Seine. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, nein. Eigentlich läuft es bei dem charmanten Schauspieler beruflich nicht schlecht. Fragt sich, wieso er dann in den Dschungel geht. Kaum etwas zu essen, schlafen im Freien und eine unerträgliche Hitze. Normalerweise tun sich das nur die Stars an, die vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sind. Also eigentlich geht man in den Dschungel, wenn ja nichts mehr geht. Und er ist ja eigentlich in einem Top-Format vertreten. Also ich frage mich wirklich, warum. Aber ich glaube, ihm geht es da anscheinend wirklich um diese... Er will sich was da beweisen, er will was schaffen, er will diese Erfahrung machen. Ich weiß es nicht. Ich finde es eher unverständlich, aber jedem das seine. Erfahrung wird der 28-Jährige auf alle Fälle machen. Bis jetzt läuft es ja ganz gut für Jörn. Wir sind auf alle Fälle gespannt, wie lange der GZSZ-Star diesen Dschungeltrubel noch aushalten wird.